Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Peacemaker. Das ist 7 Days to Die Version 1.18 auf der PS4. Und wir müssen aufräumen. Da draußen sind Zombies. Hallo, meine lieben Freunde. Welcome, welcome. Achso, nachladen sollte ich auch. Grüß euch, Tag, ist gut. So. Wer will noch? Du willst auch noch. Gerne, kein Problem. Ein bisschen Blei für dich. So. Leider habe ich keine Stahlspitzenmunition. Dann könnte ich deinen Ergüssen vielleicht noch mehr Freude bereiten. Aber nein. So. Was das? Gehen wir schnell einen Rundgang. Da ist nix. Na, schaut nicht so aus, als wäre da jetzt noch irgendwo was herum. Aber wir gehen trotzdem sicherheitshalber bis zur nächsten Kampfstation. Also, Kampfstation. Ja, oh ja, Kampfstation. Weil da, das ist eine Kampfstation, oder? Gut, 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 gut. Keiner da. Das heißt, wir holen uns unser Moped, weil ich habe schon ein Video gemacht, aber da habe ich eben das Mikrofon nicht eingeschalten gehabt. Das war vorige Woche. Und wir haben unser Revier schon wieder erweitert. Also eigentlich haben wir jetzt, wenn ich jetzt eine Mauer rundherum baue, ein riesiges Gebiet abgesichert. Also abgesichert. Zombies werden immer wieder spawnen dort, aber wir haben in dem Gebiet halt ganz viele Kampfstationen. Ich zeige euch das. Wir haben, also da sind wir jetzt, aber das ist eben die Verteidigungsstation 1. Dann haben wir, da sind wir jetzt bis vorgegangen, bis zur Kampfstation 2, also Kampfstation, Verteidigungsstation 1. Da haben wir dann den Garten, ne? Mit auch einer Verteidigungsstation. Da wollte ich aber noch bauen, dass ich irgendwie da aufs Dach raufkomme. Aber wurscht. So, da haben wir unser Lager. Lager, Hades Festung 1.0. Dann haben wir da die komplette Hades Festung. Dann haben wir da eben das Verteidigungshaus vom letzten Mal. Da habe ich das Schloss fertig gebaut. Das muss ich euch noch zeigen. Ha ja, genau. Wir können mit dem Moped nur bis zu in den Berg reinfahren. Dann müssen wir aussteigen, zum Schloss raufgehen und das Moped benutzen. Das ist eben das, was ich weitergebaut habe. Da führt dann eine Straße runter. Und da habe ich eine kleine Stadt gefunden. Also Stadt ist das, das sind vier Hochhäuser. Also vier höhere Gebäude. Und die habe ich umrandet mit einer Mauer. Das zeige ich euch dann gleich. Und da ist die Hades-Festung. Ne? Nein, da ist eben unser Garten. Da will ich noch irgendwie eine Verbindungsstraße darüber bauen, dass ich da den kurzen Weg nehmen kann, weil jetzt müsste ich eigentlich über die Straße fahren. Nein, bis zum Polizeirevier und dann so. Das machen wir auch. Weil, ich glaube, so in die Richtung habe ich jetzt nichts weitergebaut. Oh ja, da ist der D-Day-Bunker vom letzten Mal. Von der letzten Hordennacht. Den können wir auch wieder mal nutzen. Aber ich will den 49. Nacht eigentlich. Warum ist der? Hä? Kann ich den irgendwie wieder aus? Raus tun? Hallo?
Den kann ich nicht löschen, gell? Ja, wurscht. Wurscht, 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 wurscht. Und da kommt dann eben wieder die eine Stadt, zu der ich eh will, aber jetzt bin ich mal da runtergegangen eben. Und da unten habe ich dann noch eine Stadt gefunden. Und das werden wir alles verbinden irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie, aber wir werden das schon machen irgendwie. So, gehen wir wieder zurück, holen wir uns das Moped. So, aufmachen sollte ich auch, ne? So, offen. Und natürlich wieder schließen. Es sind ja Zombies unterwegs, ne? Ich meine, da schaut es oft so aus, als wäre das nicht so, aber es sind wirklich Zombies unterwegs, also. Ich weiß nicht, in letzter Zeit kommt es mir so vor, als würde das Moped viel langsamer fahren als am Anfang. Ich bild mir ein, dass es vorher schneller gefahren. Ja, es kann auch sein, dass ich mir das nur einbild. Ey, mir kommt das viel, viel langsamer vor. Ha? Gesehen, die wollte auf meine Autobahn. Das mag ich gar nicht. Da braucht man eine Vignette. Und zu Fuß geht das schon mal überhaupt nicht. Das ja. Ein ganz mutiger. Hin mit dir. Was machen die alle da? Spawnen die da auf meiner Autobahn? Kann ich ja überhaupt nicht. Schau sich das einer an, da geht's ab. Na, wie haben wir's? Tag. Hallo? Ich kann Sie hören. Gehen Sie raus aus meinem Checkpoint. Oh, 17:27 Uhr, sollte mich beeilen. Ja gut, dann pfeife ich drauf. Ich will die jetzt nicht. Ah, da drüben sehe ich einen von da, den hole ich mal. Sehr, schau, der hat sich schon fast durchballert da. Also ich habe mich da jetzt fast durchballert, meine ich. Wo willst du denn hin? Da hinten ist niemand. Da sind auch noch welche, gell? Ja. Handgranate wären Hämmer. Wahnsinn, wie viele da sind. Und die können alle nicht den Eingang da drüben benutzen, damit sie zu mir kommen. Nein, die stellen sich alle da zur Tür. Ah, schau, einer hat's, zwei haben's geschafft. Bravo, Burschen. Gut gemacht. Mitgedacht. Den schieße ich doch glatt in die Fresse. Wenn er mir so nahe kommt. Was ist, lebt er noch immer, oder was? Vater sind viele, ich sag, da geht er mehr ab als in der Hordennacht.
Gut pushen, dann lasse ich euch raus, damit ihr euch ausbreiten könnt, ja? Tja, der kann nicht einmal durch die offene Tür gehen. Der Fußstein. Alter, was geht da ab? Überall höre ich's. Ach Gott, wie dumm kann man eigentlich sein? Zombie, hä? Huh? Steht hinter der Tür und kommt nicht weiter. Jetzt rennt er mal davon, ist das die Möglichkeit? So, das war die Seite. War die Hänger gegangen auf die Nerven in die Gebäude drin. Weil außen passiert mir das nicht, ne? Das ist nur da in die Gebäude. Und so viel Daten sind das jetzt da auch nicht. Hat's ja nicht einmal zu Beta geschafft, das Spiel, ne? Tja. Die rennen mal alle wieder davon. Da will man ihnen einen Gefallen machen und will sie erlösen von ihrem elendigen Dasein als halbtot und möchte sie gern ganz tot machen, aber nein. Die stellen sich an wie die ersten Menschen, wirklich. Gut. Da unten höre ich das die ganze Zeit. Schau, der geht tauchen. Susi, na die Susi, na da muss ich ja direkt runterschauen einmal. Wenn die Susi auch da unten ist. Susi, was geht? Der Zocki sucht dich, noch immer. Es seid's drauf, wirklich. Fah, wie schlecht kann man eigentlich schießen, wirklich? Kommt jetzt darauf wenigstens? Da steht eh wer. Na komm rein. Warte kurz, ich muss nachladen. Einmal, tja, Susi, brav. Brav kommt's raus. Rauf. Wieso lebst du noch? Hab ich dir das erlaubt? Nein. Ich hab dich tot gemacht mit Blei. Das wirkt immer. So, wer ist noch da? Tja, wie dumm diese Zombies sind. Na, irgendwo ist noch einer, ich höre ihn ganz genau. Ich kann dich hören, du Ratte, komm raus, damit ich dir Blei in deinen Kopf pumpen kann. Hallo? Nein, niemand. Ist da jemand? Knurren können sie ja wie die Weltmeister, aber anscheinend scheinen sie sich vor mir zu verstecken. Ich habe Angst vor meiner AK-47. Okay, da ist keiner mehr. Oh ja, drüben auf der anderen Seite, aber den einen Zombie lassen wir halt leben. Gesperrt, ernsthaft. Ich hab da. Okay, da komme ich nicht rüber. Haut sie das vielleicht für mich kaputt? Könnte das sein? Nein, gell?
draußen vor dem Fenster, oder? Die Susi steht vorm Fenster, ganz still und stumm. Und lässt sich von mir abknallen und dann haut's aus um. So. Jetzt können die da nichts durchhauen? Wirklich jetzt? Ach Gott, da brauche ich wieder die Axt. Ich schwöre, wo sind die alle? Ich hör's da nur knurren und fauchen. Da ist sich weit und breit kein Zombie. Na ja, ist das die Möglichkeit? Wo sind die alle? Hä? Sind die unter mir wahrscheinlich, gell? Na, das tue ich mir jetzt nicht an. Dann seid's halt unter mir. Scheiß drauf, gehen wir wieder. Fahren wir weiter. Ich wollte euch ja was zeigen auch. Nein, so ist es ja nicht. Ja, gehen wir wieder rauf. Pfeift drauf. Ah nein, die können gar nicht unter uns sein. Wir sind unten. Hä? Also das ist jetzt seltsam. Aber wurscht, wir gehen weiter, also fahren weiter. Achso, nein, ich muss zuerst zum Schloss fahren. Ich fahre jetzt noch nicht die Straße da entlang, die daneben der Straße entlang führt, sondern zum Schloss, weil wir müssen ja ins andere Moped umsteigen. Wir können nicht das Moped nehmen, weil sonst habe ich zwei Mopeds auf der Straße stehen und das brauche ich nicht. So, wir müssen da die Linien nehmen. So. Das wollte ich ja auch noch aufmotzen. Auf Verteidigung. Aber das machen wir noch. Das machen wir noch. Das machen wir alles noch. Zeit genug. Ich schwöre, das ist viel langsamer jetzt, das Moped. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob die da herumschrauben oder ob die das einfach so links liegen lassen, aber das Moped kommt mir jetzt wesentlich langsamer vor. Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen. Vielleicht heißt das, dass jetzt bald eventuell ein Update kommt oder sowas, ne? Also ein Patch.
So. Und das habe ich euch eigentlich schon gezeigt. Nur habe ich das Video wieder gelöscht, weil kein Ton drauf war. Also mein Gerede halt nicht. Ne? Tada! Willkommen auf meinem Schloss. Schloss Miniburg. Miniburg. Wäre das geil, wenn ich da jetzt noch so. Na? Schrotflintentürme, ne? So rund um die Zäune, falls sich doch wer nähert. Aber ich habe es halt mit Stacheldraht und Stacheln abgesichert. Ne? Ob sich das was bringt, werden wir noch sehen, weil von hier, also nicht von hier, sondern von dort oben, werden wir die 49. Nacht schon verbringen. Alle Zombies, die von der Garage darauf kommen, oder die es durchs Gitter schaffen irgendwie, fallen dann da rein. Ne? Aber ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt. Problem ist nur, da führt ein Weg runter in die Grube. Darunter, vielleicht sehe ich das, kann ich das von drüben. Sitzt da unten, da kann man gehen. Dafür habe ich ja da dieses Verteidigungsding gebaut. So, das kennt ihr aber alles schon. Ein bisschen umgestellt habe ich natürlich. Lagerraum ist schon in Betrieb. Licht habe ich auch überall mit Fackeln. Kommt so burgstylmäßig, ist doch viel besser, oder? So. Die Brücke ziehen wir wieder hoch und dann in der 49. Nacht. Können wir die Zombies von hier Meier machen? Wir können sie von da Meier machen. Da muss ich noch darüber ein paar Scheinwerfer bauen. Weil sonst geht nichts weiter. Also sehe ich nichts in der Nacht. Und von hier können wir Zombies Meier machen. Da vorne ist dann die Straße. Die ist noch nicht beleuchtet und noch gar nichts. Das ist nur mal eine Straße. Da will ich mir irgendwas einfallen lassen. So, da unten haben wir dann Chemiestation, Brennöfen. Zwei Brennöfen. Eine Chemiestation. Und oben ist Schlafzimmer und der fette Thron des Königs. Arbeitsraum. Ja, also der ist gleich neben dem Thron. Und da drinnen kann ich natürlich speichern. Also wieder erscheinen. So. Und ganz oben. Das wäre geil. Dazwischen, da dazwischen, jeweils immer eins dazwischen einen Scharfschützenturm, oder? Ausrichten, dass er dann nach unten zeigt halt und dann macht er alles Meier, was da unten so kommt. Das wäre geil, aber nein. Aber nein, wir müssen uns da wohl selbst behelfen, indem wir uns selbst ein Scharfschützengewehr schnappen und dann in der 49. Nacht von da oben runterballern. Das weiß ich eh noch nicht, wie wir das machen. Ich schätze mal, also ich sage mal, in der Burg kriege ich die besten Positionen. Ah ja, übrigens, Heisel habe ich auch. weil da geht es ja dann runter, ne? Da ist auch schon alles ausgeleuchtet. Da geht es jetzt runter. Und da sind wir dann da unten und können von da unten ballern. Also es ist eigentlich rundum Schutz gegeben, wenn die Zombies so kommen, wie ich das gern hätte. Aber das passiert meistens nicht. Meistens kommen die Zombies aus einer ganz anderen Richtung. Bei meinem Pech kommen sie alle von da unten. Oder? Von da. Ja. Und das wieder hocken, weil da alle abknallen ist echt schwierig. Ich meine, gehen tut's, aber ich tät's halt viel lieber von woanders abknallen, nämlich vom Haupteingang. Ne? So. Und da kommen wir zu unserem zweiten Moped. Die Straße darunter war ein Horror zum Bauen. Das ist urhügelig alles. Ah, er hat schon wieder einen Hunger, der tut mal schnell was essen. Passt. Habe ich auch was zum Trinken dabei? Na. Dann muss ich wieder ins Lager fahren und mir was zu trinken holen. So.
Schöne Straße, oder? So, an dem Haus habe ich noch nichts gemacht, aber das werde ich noch nutzen als Verteidigung irgendwann. So. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger fahren, weil eben noch kein Rand und gar nichts. Es ist alles noch nur gebaut worden einmal. Ganz schön lang, huh? Und da ist eigentlich eher eine Straße, aber die benutze ich nicht, weil die ist mir zu unsicher. Deswegen habe ich die da daneben hingebaut. Und da können auch keine Zombies raufhupfen, weil da unten Säulen sind. Also das ist ein Zwischenraum zwischen Boden und Bahn. So. Und jetzt sind wir da bei unserem nächsten Projekt. Da habe ich mir einfach gedacht, ich baue einfach nur eine Mauer drumherum. Da drinnen habe ich jetzt genug Platz, ne? Drei Gebäude, also vier Gebäude, die ich nutzen könnte zur Verteidigung, ne? Ich mache mal schnell zu, falls doch ein Zombie auf die Straße kommt. Und da haben wir dann Verteidigungspositionen. Aber wie gesagt, in der 49. Nacht werden wir erst einmal die Burg testen, die ich auf dem Berg oben habe. Und da muss man noch ein bisschen ausbauen. Da ist noch kein Stacheldraht und gar nichts. Ich meine, so für jetzt, für Gach, ist es okay. Ja, aber da zum Beispiel, da habe ich vergessen, ein Gitter einzubauen. Da ist nur eine Wand. No. Lass ich mir noch was einfallen. Ich glaube, die Straße führt eh zur Verteidigungsstation Nummer 1. Warte, ich schau mal schnell nach. Ah, la, la, ja, da, Verteidigungsstation Nummer 1. Okay. Ja, und viel weiter, also viel mehr habe ich jetzt derweil noch nicht gemacht. Da kann man dann wieder rausfahren. Das ist übrigens, da habe ich dann wieder dran gedacht, dass ich da links und rechts ein Gitter mache. Aber natürlich auch drauf schaut, dass da keine Zombies über die Rampe einfach drüber gehen. Mit einem Garagentor. Und so schießen wir vor das Garagentor. So. Darauf glaube ich nicht, dass hupfen können. Und die Tür muss ich halt noch zumauern und so Sachen. Das sind halt die Kleinigkeiten, die noch gemacht können. Aber wir sind schon mal da. Und jetzt von da ist zur Stadt eigentlich gar nicht mehr weit, Schatz. Also ziemlich genauso weit also ja, genau die Straße runter und dann sind wir da in der Stadt. Da habe ich auch schon Sachen verloren. Ich bin dort gestorben, nämlich habe mir mein Moped wiederholen müssen. Und von da ist auch, na, das ist kürzer. Das ist kürzer zu der Stadt. Ja. So, die Nacht beginnt. Das heißt, wir begeben uns in eine eher sicherere Zone, weil hier ist noch nichts abgesichert. Und da können die Zombies sicher ganz leicht rein. Ich meine, bei denen Zombies da bin ich mir eigentlich gar nicht sicher, ob die da rein können. Weil die tun sich ja schon schwer, wenn da nur ein Stein steht. Schau! Sie versuchen es tatsächlich.
Tja, gehen wir weiter. Also, fahren wir weiter. Ich habe das da extra Breitbart, dass ich da umdrehen kann mit dem Moped nämlich. Das vergesse ich gern. Ah, Licht. So. Ja, das hat sich getan. Ich verschwinde jetzt wieder in meinen D-Day-Bunker und hoffe, dass da ein paar Zombies wenigstens meinen D-Day-Bunker in der Nicht-Horden-Nacht angreifen. Da zum Beispiel habe ich nicht dafür gesorgt, dass ich umdrehen kann. Aber es geht trotzdem. Der wird in die Minen laufen. Also hoffe ich halt. Na, anscheinend mag er nicht. Das war's jetzt schon wieder, oder was? Heißt, ich möchte den testen. Es kann ja nicht sein, dass es so volle Säcke seid. Die Nacht hat angefangen. Kommt und holt euch euer Essen. Ah, die Pfeifen und sowas. Weit und breit keine Zombies. Ich sag's euch, auf der Alpha 17 oder jetzt bald Alpha 18, wär's da jetzt gerammelt voll. Lauter Explosionen, bam, 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 die Zombies hätten durch die Gegend fliegen. So heftig, aber nein. Wir sind in der Version 1.18. Totenstille. Ich meine, ich könnte ein paar Minen so mit dem Maschinengewehr auslösen, aber das macht ja keinen Spaß. Er ist weit und breit kein Zombie. Unglaublich, oder? Oh, Durst. Ich muss zum Lager zurück. Ich will jetzt nicht ins Menü greifen. Ah, dann fahren wir halt ins Lager.
Ah, die habe ich noch nicht abgerundet, die Strecke. Uah. So, oh. Gebitte, ich komme gar nicht an. Ja, geh gacken. Gacki gacki machen. Ah, vielleicht habe ich eh was in der Hütte drin. Schauen wir mal. Nope. Nope. Ah, eher nicht. Okay. So, kontrollieren wir auch die Hadesfestung. Also die Hadesschlucht, nicht die Festung. Die Hadesschlucht. Wie schauen wir da aus? Dort ist noch alles sauber, da hinten ist alles hin. Ja. Aber es macht nichts. Ah, schau, bis da runter sind sogar schon kommen. Nicht schlecht. Das Blöde ist halt nur, von da unten kommen sie nicht mehr rauf. Passt. Da ist nix. Fahren wir weiter. Ich weiß nicht, wer irgendwer hat mir mal gesagt, das hängt wegen die Lichter. Da hängt es aber nicht wegen die Lichter. Ja, jetzt kurz, okay. Aber da hängt es normalerweise nicht. Immer wenn ich, nur wenn ich mich an Gebäude näher. Oh, was mache ich? Ich will ja gar nicht darunter. Verdammt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, und im Stadion in der Nähe, da fängt es dann immer ganz schlimm an zum Hängen. Da ist wieder alles voll. Wie immer. Aha. Hoppala, keine Munition mehr. Oh ja, habe ich noch Munition gehabt. So. Ah, ist ja schon hier.
Nein, war er gar nicht. So. Sonst noch wer? Nein. Sehen wir nach dem Rechten. Na, ich habe echt kein Munition mehr mit dem Maschinengewehr. Okay. Irgendwo habe ich noch eine Klage, aber ich weiß nicht mehr wo. So, wie schaut es da aus? Ne, schaut doch jetzt ziemlich in Ordnung aus da. Passt. Nachtwache, hä? Wie schaut's unten aus? Alles ruhig. Passt, holen wir sich ein Wasser. Bullshit. Einmal Wasser trinken aus dem Kühlschrank. Irgendwo ist da einer, ha? Schauen wir noch einmal von oben, vielleicht sehen wir von oben. Aha. Okay. Schauen wir mal, ob wir es von da sehen, den Zombie, die Zombies. Nope. So, schauen wir da mal nach dem Rechten. Okay. Hören tue ich ja welche. Sehen tue ich es halt nicht. Also was ich Bauwerke gesehen habe in letzter Zeit, was die Leute auf der... Da gibt es einen Typen, ich habe jetzt den Namen vergessen, in der Facebook-Gruppe auf 7 Days to Die, PlayStation 4, in dem Forum. Alter,
Der hat ein ganzes japanisches Dorf nachbaut. Da kann ich gacken gehen mit dem, was ich da stehen habe. So mit Wege und so Abwehr und so voll Samurai-Stil. Ich stelle mir's auf Samurai-Stil. Da vorne ist er, ich sehe ihn. Also, ich komme nicht auf die. Oh ja, komme ich schon. Da kriecht er. Der Sackelpicker. Jetzt kriecht er ums Eck. So ein blöder Sack. Dann machen wir halt von oben weiter, ne? Oh, den triff ich von da leider nicht. Ich hätte ja mal alle meine Stacheldraht-Dinger kaputt gemacht. Daneben, nein! Nein! Sack. Also ich glaube, der versteckt sich vor mir. Sagt mal, was ist denn mit euch? Wo ist der Nachher? Ja, ich glaube, ich muss einmal rübergehen und auf die Seite schauen. Das ganze Stacheldraht ist schon weg, verdammt. Ah, eh nur bis dort hinten, okay. So, wer gibt da keine Ruhe? Niemand, okay. Ah ja, aber ich muss ja mal runter, ne? Wo? Der scheint aber noch zum Rennen irgendwo. Okay, gehen wir mal runter trotzdem. Okay, da drüben ist keiner mehr. Da scheint sich auch nichts zum tun. Ist der im Gebäude drin, gell? Ich höre ihn nur so arg. Na, das kommt von unten irgendwo. Gehen wir mal zu Fuß zurück, schauen wir mal. Oder schauen wir, was da sich so tut. Ah, nix, das ist schon von drinnen. Da ist nirgendwo wer mehr. Wer mehr? Wer mehr? Ja, haben die da hinten den Zaun schon eingehauen? Au, weh! Na, hat nur so ausgeschaut. Na, dann schauen wir halt einmal auf die Straße raus, ne?
Vielleicht erwische ich es ja. Ja, schauen wir mal, was da so herum kreucht und fleucht, aber sie scheinen an sich nicht zeigen zu wollen. Sie sind vielleicht in einem Raum eingesperrt und kommen nicht raus. Naja, okay, mir soll es recht sein. So, wie schaut's da aus? Ja, sonst ist da eh alles ruhig. Das scheinen eh nur die paar da drinnen in dem Gebäude zu sein. Ja, wie schnapp ich mir die? Ich muss dann nämlich darauf, ne, wieder. Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, was wir machen. Alles kein Problem. Ich schwöre, es hört sich an, als würde das von da kommen. Aber da ist nichts, ne? Nachladen? So, schauen wir mal. Jetzt. Die hängt. Na, ist es zum Glauben. Kommt noch wer? Gehen wir mal rein. Hallo? Na, das waren alle. Da liegt ein Rucksack. Oh, cool. Antibiotika. Nehme ich doch. Es scheinen alle von da gewesen zu sein. Oh, die haben wir da mit dem Stacheldraht schon weggeboxt. Wahnsinn. Wie weit? Boah, bis ganz hintere. Alter, die ärgsten. Agro-Zombies, hä? So, jetzt gehen wir noch zu Fuß wieder zur Verteidigungsbasis und schauen, was so unterwegs glaubt, unser Revier einnehmen zu können an Untoten. Ich würde ja gern alle einmal einsperren. Irgendwie in einen Käfig locken. Zombies farmen, ha? Züchten. Zombies züchten. Okay, aber da scheint eh nicht wirklich was los zu sein. Das Platzl da ist echt. Ich meine, es kann auch an der 1.18 liegen. Ne? Also an der PlayStation-Version, dass da so wenig los ist. Aber schließlich und endlich ist jetzt bald die 49. Nacht, ne? Das heißt 7 mal 7. 7 mal 7 sind 49. Ja. Ich kann rechnen. Wahnsinn, oder? Und
da soll es ja eigentlich aufgehen, weil in dem Spiel dreht sich ja eigentlich alles um die Zahl 7. Ne? Also die siebte Nacht und dann Steigerungen. Okay, bei der Version bin ich mir da aber nicht so sicher, ob da irgendwas gesteigert wird. Ich meine, ja, das Moped fährt langsamer. Vielleicht haben sie ja was geändert. Und jetzt fährt das Moped langsamer, damit dann die anderen Fahrzeuge, die vielleicht kommen, wahrscheinlich aber eher nicht, schneller wirken. Ich meine, es kann ja auch sein, dass dadurch, dass das eine andere Firma jetzt gekauft hat, ne, irgendwie so habe ich das mitgekriegt, kann ja sein, dass das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Ja. Ich meine, vorurteilen kann ja jeder. Man muss das fertige Produkt anschauen und dann kann man was sagen. Und da das fertige Produkt noch nicht einmal das Spiel ist, ja, kann man eigentlich gar nichts sagen, weil das nicht einmal die Beta-Phase erreicht hat. Also die Version, was die PlayStation-Spieler spielen. Ja. Passt. Wir haben einen Rundgang gemacht. Da heult einer. Das schauen wir gleich, wo der das macht. Scheint aber legal zu sein, weil ich sehe ihn nicht. So, ich fahre jetzt absichtlich wieder zurück, weil das war's dann schon wieder von meinem Video für heute. Mit 7 Days to Die. Haben wir einen kleinen Rundgang gemacht. Ich habe euch noch die neuen Sachen gezeigt. Ja, und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mal, dann kommt ja die 49. Nacht, wir eben schon etwas mehr haben auf die vier Gebäude. Und verteidigen tun wir aber vom Schloss aus nächstes Mal. Ich hoffe, dass das diesmal was wird, weil die letzte Nacht, ich meine, die war ja verheerend. Da haut man sich extra leibend am Bunker hin und wartet auf Explosionen noch und nöcher und dann passiert gar nichts. Weil alle Zombies hängen bleiben. Aber das Schloss habe ich extra so gebaut, dass jeder Zombie darauf kommt irgendwie. Ja, nur halt nicht auf die Straße. Aber sonst sollte jeder Zombie da drauf kommen. Ich muss nur aufpassen beim Zurückschieben, dass ich nicht in die Minen fahre. Ne? Ist mir schon oft passiert. So. Licht abdrehen nicht vergessen. Tür zu. Ja, womit wir wieder am Ausgangspunkt sind. Wache haben wir gemacht. Einmal rund ums ganze Areal. Ein paar Zombies habe ich leben lassen, aber macht ja nichts. Die machen wir dann in der 49. Nacht. Meier. Ja, ich werde jetzt noch schauen, was ich bauen kann. Bis zur 49. Nacht und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag. Hören uns. Nein, 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 ganz falsch, ganz falsch. Nächste Woche ist nur Montag-Dienstag-Video. Donnerstag gibt es kein 7 Days to Die Video, weil ich wieder auf Survival-Action unterwegs bin, wo ich auch wieder natürlich ein Video reinstellen werde. Aber diesmal länger. Das letzte Mal war Freitag bis Sonntag und diesmal ist aber Mittwoch bis Sonntag. Also ein bisschen Videomaterial werde ich schon finden. Und ich erwähne es dann eh noch einmal nächste Woche Dienstag, wenn wir Dying Light spielen. So, morgen gibt's Metro. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid weiter gespannt, was passiert. Und ja, das war's. Alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker.